I need a key to go any deeper. I should ask Snake. Ich meine, ich muss ja meine Burger und mein Bier verkaufen. Ne? Es ist Prioritäten. Es ist mitten am Tag. Der Sohn ist schon am Arbeiten und der faule Vater, der kommt nicht aus der Pötte oder was? Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir letztes Mal gemacht haben. Es ist lange her. Wir hatten den Spooktober dazwischen. Wir hatten eine Special-Folge dazwischen. Es ist lange her. Ich muss mich selber erstmal umgucken und schauen, was so abgeht. Heute ist auf jeden Fall kein Tag, an dem wir irgendwas machen müssen. Der Merchant ist da, aber der Merchant bringt uns im Moment nicht viel, weil wir erstmal irgendetwas für ihn machen müssen. Ich weiß noch nicht mehr, was. Strategy. Bring Merchant a Trade License to start a business. Haben wir das? Vielleicht müssen wir doch zum Merchant. Es kann sein, Charakter, habe ich hier eine Trading License? Das ist es nicht und das auch nicht. Habe ich die vielleicht unten reingetan? Das kann sein. Ich meine, ich hätte die letzte Mal gekauft, weil sie nicht so teuer war und dann haben wir ihn gerade verpasst. So langsam kommt die Erinnerung wieder hoch. Das heißt aber, wir müssen jetzt schnell darüber laufen. Es ist Bier auf jeden Fall fertig. Ist hier irgendwo eine Trading License drin? Nein. Dann weiß ich nicht, vielleicht hatten wir das auch schon abgehakt. Ich bin gerade extrem verwirrt, was wir machen müssen. Aber gehen wir doch einfach mal zu dem Merchant und schauen, nachdem wir hier noch ein Bier angeschmissen haben, wofür wir nicht genug Wasser haben. Ja, dann machen wir das gleich, weil der Tag geht ja langsam zur Neige, langsam aber sicher. Das heißt, wir sollten uns beeilen. Das Bier, das kann auch warten, das hat's nicht so eilig. Merchant, was ist mit dir? I have my trade license. Dachte ich eigentlich. Aber irgendwie haben wir die doch nicht. Ich könnte schwören, ich hätte die letztes Mal gekauft. Weil die ja so günstig war. Ich meine, das konnte ich doch hier an der Kirche auch machen, an diesem Briefkasten. Jetzt verpassen wir den wahrscheinlich nochmal genau, wenn ich die jetzt kaufe und dann wieder zurückgehe. Aber wir schauen mal. Hier ist immerhin jemand drin, der gibt uns ein bisschen Faith und eine Story. So, hier war das doch, oder? Okay, ich habe anscheinend etwas gekauft, was ich nicht kaufen wollte. Woher kriege ich eine Trading License dann? Das war keine Trading License, die ich gekauft habe. Das sieht aber fast genauso aus. Wenn es nicht sogar der gleiche Sprite ist. Ja gut, dann hat sich das Ganze auch erledigt. Haben wir hier noch Wasser drin irgendwo? Wir haben noch hier eine. Ja, wir haben hier. Ach nee, das ist Wasser, was in der Kiste war. Ja gut, die kann dann wohl hier rein. Die brauchen wir dann wohl erstmal nicht. Das Burial Certificate kann auch hier rein. Wir haben noch ein wenig Glas und eine neue Leiche. Ja, dann kümmern wir uns doch erstmal um die Leiche. Der Merchant ist jetzt eh gleich weg. Ja, jetzt ist wieder die Frage, woher kriege ich eine Trading License? Ich dachte, man könnte es da vorne auch am Briefkasten holen. Ich dachte, der Merchant hätte auch sowas erwähnt. Aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Hallo Leiche. Was geht denn so auf dich ab? Du bist eigentlich gar nicht so schlecht ausgestattet. Wir nehmen auf jeden Fall dein Blut. Und das Fett. Und ich weiß nicht, ob noch irgendwas. Das ist jetzt wieder die Frage. Was ist schlecht an dir? Fleisch vielleicht? Ich meine, Fleisch können wir zur Not auch gebrauchen. Das hat es nicht besser gemacht. Wie sieht es mit deinem Skull aus? Den können wir auch gebrauchen. Das hat es auch nicht besser gemacht. Deine Haut? Nee, es wird immer schlimmer. Die Intestines vielleicht. Ich meine, ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Oh, die Intestines sind ganz schlecht und jetzt haben wir sie auch verkackt. Dann nehmen wir halt noch die Knochen raus und dann war es das für uns. Big Buddy, die gehen wir jetzt verbrennen. Aus dem Rechts können wir irgendwelche Alchemie-Sachen machen und ja, hier liegt sogar noch eine. Zack, schmeiß da drauf, zünd an. Haben wir hier noch Möhren drin? Ja, wir haben noch einige Möhren. Kann mich daran erinnern, wir wollten gute Leichen für verschiedene Sachen haben, aber einerseits für den Friedhof, andererseits für mehr Zombies. Aber ich glaube, wir hatten auch noch keine Zombie-Sachen, ne? Ja. Schmeiß hier mal die Dinger rein. Ich weiß gerade nicht, was es bringt, aber egal.
Life Powder, ja, good enough. Wir mussten irgendwie an Health Powder oder sowas kommen. Wieder den Zombie Juice. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal Blut. Wir haben noch ein wenig Fett. Die Skin können wir auch irgendwann verbrauchen, aber tun wir auch erstmal hier rein. Fleisch brauchen wir für die Burger. Oh, 40 Karotten im Inventar. Hallo Snake. Mit dir können wir auch nichts anfangen erstmal. Ja, Fleisch, Knochen, Schädel. Ich glaube, die kommen hier rein, ne? Ja. Da können wir unten ein bisschen aufbauen. Weiß ich auch nicht genau, was das bringt, aber wir tun es einfach mal. Hier hätten wir auch noch Haut gehabt, aber naja. Das Fleisch hatten, glaube ich, hier in die Truhe. Das ist für Burger ganz gut. Dann würde ich sagen, legen wir uns erstmal schlafen. Regenerieren ein wenig Energie. Und dann weiß ich auch nicht. Wir haben auch bald wieder den Tag des Inquisitors da. Ich glaube, für den Tag jetzt könnten wir einmal ins Dungeon hinein. I'm so refreshed. Das heißt aber, wir können unsere Knochen, unsere Schädel mitnehmen. Und zumindest da schon mal eine Säule aufbauen. Einfach um zu gucken, was es bringt. Die Certificate kann hier rein. Wir können das Bier, glaube ich, das brauchen wir nicht mitnehmen. Das kann auch erstmal hier zum Bier rein. Achso, Wasser wollte ich auch holen. Das ist vielleicht etwas, was ich noch machen kann. Ein wenig Wasser aus dem Brunnen holen, um noch mehr Bier zuzubereiten. Ansonsten, ja, ich habe hier die ganzen Flaschen angefangen zu schmelzen, weil ich an blaue Punkte kommen wollte. Wofür das genau war, weiß ich auch nicht, aber ich glaube, das war einfach nur grundsätzlich. Weil blaue Punkte zu haben, ist immer gut. Da kommt man ja nicht so einfach dran im Moment. Dann wollen wir doch noch ein bisschen Bier anschmeißen. Können wir auch höhere Qualität haben wir noch. Wir haben noch ein wenig Goldqualität, also schmeiß es einfach mal an. Und hier oben wollen wir dann ein paar Skulls aufbauen. Hängen auch hier vorne an dem Tisch. Column oder Wall ist, glaube ich, egal. Ich glaube, wir haben sogar schon eine. Und dann machen wir jetzt noch hier eine Column. Brauchen wir sogar gar nicht aufbauen. Ja, wir holen einfach mehr Schädel. Keine Ahnung, was es bringt. Wir gehen auf Ebene 10 und schlagen uns hier mal weiter vor. Weil ansonsten weiß ich nicht, was wir an dem Tag noch so tun können. Wir haben Ebene 10 auch schon ganz gut geklärt. Hier drüben ist noch ein bisschen was. Komm her, orangener Schleim. Lass dich schlagen. Wir locken die erstmal alle hier rüber. Und den hauen wir auch kaputt. Und dann die ganzen Fliegen. Wodurch wir eventuell auch ein bisschen... Wir kriegen Health Powder. Das brauchen wir ja. Es ist halt auch immer gut, hier reinzugehen. Plus, wir können hier einfach mal voran. Es ist noch verschlossen. It seems I need a key to go any deeper. I should ask Snake. Das ist auch sehr interessant. Aber ich bin hier, glaube ich, auch noch nicht fertig, oder? Ich meine, hier unten ist, glaube ich, noch ein Gang irgendwo. Aber wenn wir Snake direkt auf den Schlüssel ansprechen können, sollten wir das vielleicht tun. Weil der haut, glaube ich, auch jetzt gleich am Abend wieder ab, wenn er nicht schon abgehauen ist. Der Rest ist ja erstmal egal, wenn wir einen Schlüssel brauchen. Mal gucken, was Snake dazu zu sagen hat. Also ab wieder nach oben. Snake ist noch da. Das ist sehr schön. Do you know anything about the key to the level 11 dungeon? It is forbidden knowledge. I don't think you're ready to hear all my secrets. It probably will be your final task to go deep into the dungeon. Okay. The stuff I'm looking for about the necklace haben wir auch nichts mehr zu sagen. Ja. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwie dem Astrologen ein wenig Gefallen tun. Das heißt, wir können jetzt auch nicht weiter im Dungeon gehen. Wir gehen so langsam die Option für optionale Sachen aus. Ja, wir haben noch ein Bier, das fertig ist. Können wir direkt noch eins anschmeißen. Wir haben kein Weizen. Wir können es nicht anschmeißen. Ja, haben wir eigentlich? Wir haben noch Burger. Okay, dann behalten wir uns das erstmal direkt im Inventar für das Fest morgen. Und schauen mal, was können wir denn sonst noch so machen? Wir müssen irgendwie an den Dagger kommen. Wir müssen um Miss Charms Vergiftnis fragen, aber dafür müssen wir wahrscheinlich irgendwas für Miss Charm machen selber, oder? Wo ist sie denn, die gute Miss Charm? Die war anscheinend weiter oben auch, irgendwo. Ich weiß es nicht.
Hier ist Miss Jane, wo ist Miss Charm? Hm. Da ist sie. Convince Farmer to let his daughter go to the concert with Miss Charm. Und was muss ich dann für den Farmer tun? Das ist wieder so eine Verkettung. Wer war denn nochmal der Farmer überhaupt? Ich weiß nicht, ob der hier da doch erst als Farmer. Den können wir nicht überzeugen, aber ich glaube, das war ja auch irgendwie sein Sohn, für den wir irgendetwas machen müssten, oder? Nee. Aber das war, dass wir die... Ach genau, das war das. Der Miller. Der Miller wollte seine Hütte repariert haben. Und dafür hatten wir ja auch diese Blueprints, oder nicht? Dann gehe ich doch nochmal Paper with Calculations, okay? Wir haben noch so viel Inventar, so viel Zeug im Inventar. Das leere ich auch mal eben aus. So, ich wollte sagen, dass ich mal eben zur Mühle gehe und mir das Ganze nochmal da angucke. Weil es kann doch nicht sein, dass da irgendwie nichts gemacht werden kann. Außerdem können wir hier Weizen pflücken. Das können wir vielleicht auch mal eben machen. Und dann vielleicht auch neuen anpflanzen. Der Zombie ist auch fertig. Der kann dann vielleicht, keine Ahnung, gucken wir gleich mal, was wir mit ihm machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder richtig viel Weizen. Und hier können wir die Onion Seeds reintun, die wir jetzt auch gegebenenfalls in so einer automatischen Dings anpflanzen könnten. Ich weiß nicht, haben wir auch genug Weizen Seeds? Weil ansonsten würde ich mal sagen, du da hier, bau mir mal ein paar bisschen mehr Weizen an. Und den restlichen Weizen packen wir hier auch noch hin. Mit natürlich ein wenig Fertilizer. Dementsprechend könnten wir aber auch nochmal nach dem Wein gucken. Ich weiß, ich lasse mich gerade von sehr viel ablenken, aber es ist auch gerade sehr viel auf dem Weg, was ansteht. Und ich weiß halt nicht, was mit der Mühle ist. Ich wollte ja nur gucken gehen, was da abgeht. Deswegen, ja. Außerdem können wir Zeit rumschlagen, bis das Fest morgen stattfindet. Wir müssen ja auch noch gucken, dass wir Wein fertig kriegen. Bier machen wir ja sowieso die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob wir das Ganze hier oben auch automatisieren können. Das wäre auf jeden Fall schön. Wir werden sehen. So, hier Goldqualität und so, weil Silberqualität brauchen wir ja nicht unbedingt, wenn wir Goldqualität durchgängig machen können. Und Wein haben wir auch. Grape Seeds haben wir auch, zumindest einmal. Und wirklich nur einmal anscheinend. Ich weiß nicht, ob wir waren, war wahrscheinlich unten noch welche in der Truhe. Aber in der Zwischenzeit können wir erstmal ein paar Silberqualitätssachen hier machen. Dann gehe ich doch nochmal eben runter zur Truhe und gucken und bringe den Rest weg. Ich glaube, Hops haben wir jetzt auch erstmal genug. Also davon können wir keine Ahnung wie viel machen. Geht ja in erster Linie erstmal darum, wir brauchen Weizen und auf jeden Fall Wein. Haben wir hier noch? Ja gut, wir können Grape Seeds keinen ganzen machen. Aber Silber könnten wir, oder? Nee, auch nicht. Nur Hops Seeds. Ja gut, kann man das Ganze hier eigentlich sortieren? Das regt mich auf, dass das so durcheinander ist. Naja, Crop Waste kann hier erstmal rein. Könnten wir auch demnächst wieder nehmen, um dadurch Dings zu machen. Hier ist auch noch Weizen drin, das sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Kurz wegbringen und ja, Zwiebeln. Können wir auch erstmal hier reintun. Wir haben, glaube ich, drin welche und wir brauchen noch nicht so viele drin. Wir müssen halt nur echt gucken, die Möhren tue ich auch hier erstmal wieder rein. Wir müssen nur echt gucken, was wir mit den ganzen... keine Ahnung, was zu machen. Die ganzen Hops müssen irgendwie verbraucht werden, aber das meinte ich jetzt nicht. Wir tun das auf jeden Fall erstmal hier rein, das auch. Wir können, glaube ich, die Winery bedienen, oder? Ja, zumindest einen können wir schon machen. In Goldqualität. Aber für den hier brauchen wir zwei. Und dann haben wir ein wenig Wein. In Goldqualität. Und hier können wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal Bier craften. So, und dann haben wir auch schon wieder den Tag der Verbrennung, wo ich jetzt hingehen werde, meine Burger und mein Bier abliefern werde und danach werde ich ja, endlich zur Mühle gehen, weil was anderes haben wir dann auch nicht mehr zu tun. Was hat der Inquisitor eigentlich für eine Quest im Moment? Hat er überhaupt irgendeine? Ich meine, er müsste doch irgendeine haben, oder? Nee, er hat keine. Kann ich denn jetzt hier dieses Ding angucken? So, ja, hatte ich ja auch schon. Da brauche ich einfach nur die ganzen Sachen. So, da kommt der Inquisitor gerade. Aber ich kann schon mal meine Burger und mein Bier vorbereiten.
Und dann müssen wir nur noch auf den guten Herrn warten, der langsam vorankommt. Und dann können wir auch das Burning starten. Ich weiß nicht, wo der immer seine Hexen herbekommt, aber die Inquisition weiß, glaube ich, woher sie ihre Leute bekommt für Hexenverbrennungen und Co. Two pieces of news for you. One bad, one good one. Okay, ich habe leider etwas geskippt, aber naja. First the bad news. I'm sorry to say it, but there's a chance our king is possessed. He's been talking too much recently about humanity and human rights. I had an audience with him and he told that it's not okay to just grab people without any evidence and burn them alive. No. We need to put our little burning on pause until we bring him some evidence. Here's the good news. I know where we can get this evidence. Long ago, we were interrogating a witch. He swore up and down that she was innocent, but just after her death, a big ghost that looked like a chicken with red eyes appeared above her. The ghost with the creepy voice said that the reckoning is at hand. The ancient curse returns, and soon the dead will wage war upon the living. Sounds like witchcraft to me. But we decided to ask someone from the university about this ancient curse. We had one of them in the next cell over, in fact. He told us that once a terrible curse was laid upon the town, and it was quieted by an ancient contract. The first sign of the curse's return should be dark magic organs inside corpses. We'll need to gather them. A dark heart, dark brain, dark intestine. Find them in corpses and bring them to me as an evidence of witchcraft for the king. Here are some old notes, maybe they'll help you. Oh, okay. Danke dafür. Everything is ready for the next burning. Können wir die trotzdem durchführen? Ich dachte, wir können nicht einfach Leute schnappen, aber anscheinend machen wir es trotzdem. Ich meine, ich muss ja meine Burger und mein Bier verkaufen, ne? Es ist Prioritäten. Bier, fresh beer. Beer washes away all sins. Juicy burgers, sweet as holy ecstasy. Don't question where the meat comes from. Just enjoy them. Yes, yes. Very tasty. Smoky beef. Ich sag ja, ich würde gerne das Fleisch von dem Korps hier nehmen. Ist ja auch direkt gebraten. Die Leute können sich ihr eigenes Fleisch abschneiden. Das wäre doch was für ihre Burger. Aber ich brauche auch das Geld. Naja, und das Faith auf jeden Fall. Das ist auch wichtig. Aber das Geld ist halt auch mega. Mühle. Jetzt können wir endlich zur Mühle gehen. Und mal schauen, was da so abgeht. So, Mühle. Hier, Craft? Craft. Repair Mill. Ah, okay. Wooden Planks und Complex Iron Parts. Okay. Let's go. 6 Wooden Planks, 5 Complex Iron Parts. Das kriegen wir hin. Seid ihr denn? Privat die Besucher von dem Burning, oder? Ja, das ist schön. Ihr geht jetzt auch nach Hause. So, haben wir noch welche? Wir haben auf jeden Fall noch welche, aber keine Complex Iron Parts. Und da könnte eventuell auch ein bisschen es dran hapern. Weil wir auch keine Simple Iron Parts haben, aber wir haben noch ein paar. Wir brauchen eigentlich nur einmal welche machen hier. Weil die reichen dann aus, um zwei davon zu machen. Und dann können wir den einen noch nehmen, den wir hier in der Truhe haben. Oder auch nicht, weil wir keine Energie mehr haben. Das heißt, wir legen uns erstmal schlafen. Aber dann haben wir auf jeden Fall alles, um die Mühle zu reparieren. Und das können wir dann auch direkt mal am nächsten Tag machen. Und dann mal schauen, wo uns das weiterhin führt. I'm so refreshed. Das ist gut. Dann kannst du dich ja jetzt direkt auf den Weg machen, eine Mühle zu reparieren. Beziehungsweise, so, das nimmst du noch mit und du stellst hier noch die Iron Parts fertig. Gut, die Simple Iron Parts können wir hier in die Truhe tun. Keinen Platz verschwenden und dann geht's wieder auf zur Mühle. So, Repair Mill. Ein bisschen dran klopfen, passt schon. Uff. Fix the mill, no further need to grind everything by hand.
Okay, ich weiß nicht, ob wir jemals etwas bei Hand gegrindet haben, aber okay. Ja, jetzt müssen wir allerdings drauf warten, bis der Miller aufsteht. Aber durch einen ganz einfachen Cut ist das ja kein Problem. Da ist er. So. Oh, you fixed it. You can mill your wheat here for free if you want. I hope this helps me get Alyssa's papers. Ja, das hoffe ich auch. Das Weed umsonst grinden ist eine nette Geste, aber ich glaube, das brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Rede ich jetzt mit ihm oder rede ich mit seinem Vater? To finish my chores, my father will be terrifyingly angry. Ich glaube, ich rede mit dem Vater. Der sich mal hier beeilen muss, aufzustehen. Klopf, klopf, klopf. Es ist nicht Nacht, es ist mitten am Tag. Seht ihr nicht, dass es hell ist? Kann ich hier wenigstens irgendwas klauen? Oder hier den Maulwurf oder so? Äpfel? Nicht. Es ist mitten am Tag, der Sohn ist schon am Arbeiten und der faule Vater, der kommt nicht aus der Pötte oder was? Was soll denn der Scheiß hier? Mach die Tür auf, komm da raus! Na endlich. Yeah, the mill is fixed. That's good for business. And Alyssa really does want to go. I love my daughter. I want what's best for her. So she can go. What a nice man. Not really. Hey, aber Alyssa's papers. Und Miss Charm kommt in 2 Tagen. Das ist ja wunderbar. Gut. Das heißt, was machen wir jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Problem ist, dass der Astrologer heute da ist. Es wäre schön, wenn er nicht heute da wäre. Sondern nach Miss Charm. Aber naja, es ist, wie es ist. Ja, wir werden wahrscheinlich gleich eine Leiche bekommen. Das heißt, ich gehe schon mal in Richtung Kirche. Und wir können hoffen, dass wir daraus eventuell dann auch Dark Organs bekommen. Mal schauen. Wir können auch in der Zwischenzeit schon mal wieder ein paar Scheiterhaufen aufbauen. Einfach aus dem Grund, dass wir wahrscheinlich auch häufiger wieder Leichen verbrennen müssen. Weiß nicht, ob wir noch... Wir brauchen ja nur diese komischen Wood Pellets. Ich weiß nicht, ob wir davon noch welche haben. Nicht wirklich. Das heißt, davon können wir ruhig mal welche machen. Einfach hier so ein bisschen Holz choppen. Hier ist es nicht. Dann wird es wahrscheinlich an der Säge sein. Ja, yep, hier Wood Pellets. Mach einfach mal so viele du kannst. Das war's nicht. Aber egal. Sehr gut. Ich wollte die hier. Weil die brauchst du, um was zu machen. Da unten. Wir machen mal noch eins mehr, dann können wir... Ich glaube, für einen Scheiterhaufen brauchte ich 8 Stück. Komm, wir machen einfach ganz viele, ist ja auch egal. Unsere Energie ist jetzt leer. Das Holz wird uns eh nachgeliefert. Das, was wir nur mal eben machen können, bevor es wieder voll ist, ist vielleicht mal eben zur Kirche rüber und da ein bisschen Holz rübertragen. Weil... Ja, dann räumen wir mal auch ein bisschen die Church Grounds auf. Das ist jetzt nichts, was notwendig ist fürs Spiel. Aber das ist doch zumindest meinem OCD geschuldet, dass hier alles aufgeräumt ist. Spätestens, wenn die Gräber kommen. Das heißt, wir müssen hier rüber. Damit. Vorteil ist, wir können immerhin 2 gleichzeitig tragen. Mit unserer schönen Taktik hier. Dann geht das Ganze auch doppelt so schnell. Pack's da rein. Zack. Und zack. Und jetzt legen wir uns schlafen und dann kommt wahrscheinlich die Leiche, während wir schlafen. Ja. Und dann weiß ich auch nicht. Ich sag ja, wir müssen auch erstmal Scheiterhaufen aufbauen. Einen haben wir noch. Und wahrscheinlich können wir auch direkt alle 4 wieder aufbauen. Aber es ist keine Leiche gekommen. I'm so refreshed. Das wundert mich ein bisschen. Naja, machen wir noch die Wood Pellets hier fertig. Und dann lasst uns auch schon mal ein paar Scheiterhaufen aufbauen. Sind doch noch Karotten drin, oder? Ne, es sind keine Karotten mehr drin. Das, was ich gesehen habe, waren dann anscheinend die, die, okay. Das waren die, die ich im Inventar hatte. Das heißt aber, wir müssen ein paar Karotten nachlegen. Naja. Erstmal Scheiterhaufen, 1 nach dem anderen. Und 1 und 2 und 3. So, das heißt, wir holen mal eben ein paar Karotten, in der Hoffnung, dass wir vielleicht heute auch noch eine Leiche bekommen. Wie gesagt, ich habe leider vergessen, wann der Esel genau arbeitet, beziehungsweise wann er nicht arbeitet. Aber es soll uns nicht stören, einfach ein paar... Ja, ich will nicht so viele, 50 reichen. Wir
kriegen wir nämlich 10, ja doch, 10 Leichen. Wir müssten 5, pro 5 Karotten eine Leiche bekommen. Bei 50 müssten es dann 10 sein. Die schmeißen wir einfach alle da rein. Und dann, ja, kann der Esel uns erstmal ein paar bringen. Zack, 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 zack. Und der Bischof, ich weiß nicht, was ich von dir will, wahrscheinlich gar nichts, aber ich will eine Zeremonie abhalten. Ja, aber wir bringen auch erstmal ein paar Sachen weg. Das heißt, wir laufen einen anderen Weg. Muss ich hier... Ach, ich muss hier per Hand craften. Ich dachte, das wird auch automatisch gehen, aber... Ich meine, gut, ich sehe auch, warum es nicht funktioniert. Dass man da ein bisschen drücken muss, ist irgendwie auch verständlich. So, die Alisas Papers behalte ich, weil morgen ja schon... Mist Charm kommt. Aber ich glaube, wir können hier auch erstmal eine Pause machen. Wir sind ja schon gut dabei. Und ja, dann schauen wir mal, was morgen so auf uns zukommt. Morgen? Nächste Woche. Nächste Folge. Aber ja, ich werde mich auf den Weg zur Zeremonie machen. Aber bis dahin bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Graveyard Keeper. Bis dahin. Bye, bye.